Ist das jetzt neue Map? Ja, die neue. Die neue Map, Chat, Alter. Ich kann nicht mehr. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, eine eigene Minimap zu machen. Schaut mal, Leute, du kannst dich zoomen. Du kannst dich zoomen. Ah, Bro. Verstehe ich schon, für das hat man die 64 GB runtergeladen, gell? Letzte Woche, ne? Excuse me? Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Kennt ihr das? Ihr habt keine Erwartungen und werdet dennoch enttäuscht. Also das Update gestern, gell? Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben oder so, aber Season 5 reloaded ist einfach irgendwas. Also dafür, dass wir eigentlich sogar gerade mal so 3 Absätze haben am Patch Notes, hat sich nicht wirklich viel getan. Ich habe zwar die RPK nochmal genervt und die Chronos Squall, wie man hier sehen kann, aber das Wurfmesser killt euch noch immer mit 3 Platten und wird noch immer gottlos abused. Also hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan an dem ganzen Zeugs. Und die Map, jetzt kommen wir mal zu dem Kernpunkt vom Update gestern. Also die neue Map Al-Bakra, was du einfach nur spielst auf Al-Masra, also auf der großen Battle Royale Map. Du bist einfach nur im unteren Bereich unterwegs und du hast halt nur diesen Bereich verfügbar. That's it. Die haben nicht mal sich die Mühe gemacht, wie ihr im Intro gesehen habt, eine eigene Minimap zu machen und so. Also das ist so circa das einfallsloseste, faulste und irgendwie frechste, was wir da jemals irgendwie so als neuen Content vermarktet bekommen haben von denen. Also sogar für Activision ist das sogar echt eine freche Schiene. Wir sind es ja gewohnt eigentlich, dass wir die ganze Zeit recycelten Content im COD-Universum als neuen Content vermarktet bekommen. Wie zum Beispiel diese super tolle Weekly-Playlist-Updates, wo wir einfach jede Woche irgendwie uns was Neues ausdenken müssen. Vor allem als Streamer und Content-Creator, weil du einfach die Idee im Modus spielen kannst, den du eigentlich willst. Sondern ständig irgendwie einen anderen Kack-Modus aufgezwungen bekommst, wie zum Beispiel Ashika Island, Resurgence, Rotations, irgendwas oder so etwas. Sogar den Thumbnail, die ihr habt, wenn ihr auf den Modus raufgeht, also wenn ihr die Map auswählt und so, sieht sogar exakt gleich aus wie die Map aus dem Multiplayer von Al-Bakra. Also die haben sich echt null einfallen lassen. Die haben nicht mehr irgendwas ordentlich verändert auf der Map, absolut gar nichts. Und die Map spielt sich absolut schlecht. Also was heißt schlecht? Die Map spielt sich absolut katastrophal. Es landen 40 Leute auf der Map, sie ist trotzdem zu klein. Du landest jedes Mal gefühlt auf einem anderen Team drauf. Du kannst dich sogar mit deinen eigenen Teammates, wenn du im Team spielst, über den Loot streiten. Es ist ein Wahnsinn, wie wenig brauchbarer Loot auf der Map existiert. Platten ist sowieso absolute Mangelware. Ich habe da einen super Clip für euch, wie viel Platten man eigentlich findet so bei 5 Kisten und 5 Backpacks. Kann bitte irgendein Game mal rauskommen, Alter, was wirklich Call of Duty so den Hals bricht, bitte. Ich will nur irgendein Spiel haben, was COD eigentlich mal so eine Schelle reindrückt. Kriegst keine Platten. Ja, kriegst keine Platten. Okay. Bro, du kriegst keine Platten. Platten? Any Platten? Enemy surveillance has left the AO. You're clear. Der Kollege hat genauso wenig Plan von der Map wie ich, Alter. Und da findest du auch meistens keine Muni und du findest keine brauchbare Waffe. Das Einzige, was ich finde, ist eine Shotgun, eine Sniper oder sonst irgendein Blödsinn, wo du dich einfach nicht bewegen. Damit kannst du da auch keine killen kannst damit. Ich habe es trotzdem irgendwie gemanagt, in 4 Runden dann eine Solo vs. Squad-Runde rauszuhauen mit einem Win und leider keine 20 Pops, sondern nur 19 Kills, weil ich habe den letzten leider nicht mehr gekriegt oder nicht mehr gefunden. Sind die ganz ausgegangen. Das ist zum Schluss von dem Video, wenn ich fertig bin mit meinem Rant. Auf jeden Fall geisteskrank, was die uns da liefern. Wirklich echt abnormal. Ich muss mich beeilen mit dem Video. Ich werde mich eh jetzt kurz fassen oder so, weil ich muss jetzt eigentlich gleich mal in die Arbeit fahren. Ich nehme das Video gerade am Abend auf, bevor ich in die Nachtschicht reinfahre. Geisteskrank, was die uns da wirklich geliefert haben oder so. Ich würde echt gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr davon hält. Und ich finde es wirklich extrem frech, dass die uns das als neuen Content vermarkten. Vor allem als, unter Anführungszeichen, neue Map, weil was zur Hölle. Es hätte niemanden gestört, wenn sie das einfach weggelassen hätten, weil ich weiß echt nicht, wofür wir eigentlich jetzt diese 60 GB letzte Woche runtergeladen haben. Ihr müsst euch mal vorstellen,
Wir haben 60 GB letzte Woche runtergeladen und dann haben sie gepostet, na, die neue Map kommt erst so eine Woche verspätet, weil sie müssten da noch irgendwas machen oder so und dann kriegen wir das geliefert. Also, das, ich bin sprachlos. Also, im Stream gestern, am Vormittag, wo wir das Ganze getestet haben oder so, also die Reaction von mir war einfach genial. Ich habe beim Editieren jetzt direkt lachen müssen oder so, weil ich war einfach sowas von geschockt, wie frech man da eigentlich was rausklatschen kann und so einfach damit durchkommt, weil man halt einfach, so wie COD halt ist, einfach keine nennenswerte Konkurrenz hat. Du kriegst ja auch keine Platten, Chat. Das sind keine Platten auf der Map. Das sind keine Platten auf der Map. Also die können wirklich alles machen und alles bringen, was sie wollen. Und ja, ist scheißegal, weil wir zocken sowieso das, weil was anderes gibt's wirklich momentan echt nicht. Und das finde ich halt echt traurig. Also ich würde echt gerne wissen, was ihr davon hält. Lasst es mich wissen in der Comment-Section, würde mich echt brennend interessieren. Auf jeden Fall, Leute, trotzdem, falls euch das Video irgendwie gefallen hat, falls ihr derselben Meinung seid oder wie auch immer, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich super freuen und hilft dem Video auch ein bisschen gepusht zu werden und vor allem mir als kleiner Content-Creator ein bisschen mehr Rage zu erreichen und so. Wirklich, ich bin echt sprachlos. Ich werde das Video jetzt damit beenden. Ich blende euch jetzt gleich noch das Gameplay zum Schluss ein. Also da ist das Solo vs. Squad-Runde mit einem Win. Dann habt ihr wenigstens noch irgendwas zum Gucken, falls ihr Bock habt. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Lass los, Thomas, Alter. Ich schwör. Schaut euch das an. Das ist so fucking lächerlich, Alter. Das ist so trash. Dominik, danke schön für den Follow. Es ist so trash, schaut euch das an. Die haben sich echt nicht mal die Mühe gemacht, eine eigene Map zu erstellen, eine eigene Minimap. Du kannst nicht zoomen, gar nichts. Na, Alter, 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 Alter. Hey, ich schwör, ja genau, Bad Ames. Wenn sie gesagt haben, es kommt keine neue Map, hätten wir alle, ne. Wäre es jedem egal gewesen. Halt nur Waffen, ja, ein bisschen Waffenpatches und so, aber das, Alter, das. Das da als Content zu vermarkten, ist wirklich, Alter, insane. Du findest natürlich einen RPG und so einen Scheiß. Du findest halt keine normalen Waffen. Ich hasse dieses Visier. Ah, du hast 24 Schuss auf der Waffe, okay. Hat der Kollege auch keine Waffe gefunden oder wollte er nicht schießen? Was war mit ihm? Also du musst dir prinzipiell Platten von Gegner klauen, weil du selber wirst keine Platten finden. Verstehe, verstehe, verstehe. Und basically ist die Map einfach nur so high positioning. Also wer weiter oben ist, gewinnt eigentlich, ne? Okay, 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 okay. I get it. I get it. Kein Plan, wo der jetzt herkommt. Es ist absolut unübersichtlich, Alter. Es ist unübersichtlich bis zum geht nicht mehr. Du findest ja nicht nur keine Platten, du findest ja Geld auch nicht, oder? Oder findet man da überhaupt Geld? Ach du Scheiße, Bro. Das ist eine S-Mine. Kannst du dein Aim echt in den Arsch schieben in dem Spiel, wirklich? Du kannst ihm so einen Turn-On geben, dass er sich einscheißt. Du killst, wirst trotzdem gekillt von der fucking Noob-Mine. Das ist eh normal, ne? Ist eh normal. Ich schwöre dir, die Platten sollten sich auf der Map markieren, so als goldenen Loot, ne? Wisst ihr, was ich meine? So wie in so MMOs. High-Tier-End-Loot. Dann im Auktionshaus traden oder so ein Shit. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist gar nichts, wie gerne ich mir Loadout hätte, gell? Ihr habt absolut keinen Plan, wie gerne ich mir Loadout hätte. Enemy soldier incoming. Use your attack map to hunt down the rest of them.
Na. Was für eine verkackte Drecksmap, Alter. In Gottes Namen ist denn das, Alter. Tschüss. Aha. Ah, bis sind sie tot, okay. Ah ja, ich habe keine Platten. Ich werde wahrscheinlich auch keine mehr finden in der Runde. Digga. Ja, du, das habe ich, ja. Das hat er, spielt nur Kinder? Wie meinst du, das spielt nur Kinder? Fortnite spielt nur Kinder. Na, Fortnite spielt auch nicht nur Kinder. Fortnite, das spielt auch genug Erwachsene. Aber Alter, die Map, Alter, ist ja wohl wirklich der größte Bullshit, Alter. Hey, Plattenchat! Ey! Schade, da. Ja, halt ohne Loadout, ne? Weil kriegst du keins. Schwer. Brauch irgendwie Waffen, Alter. Waffen, mit denen ich mich wehren kann. Was spielst du? Der M4 mit Granatwerfer. Keine Waffe nicht aufheben von ihm. Jetzt geht's. Du bleibst bei jedem Scheiß hängen, Alter. Was ist das? Das ist insane, Alter. Das ist die Hilfe MP5. Das war's schon, oder? Die Runde ist gleich aus, oder wie? Das war's jetzt. Ja, ich werd gleich mit der Zone mitgehen, warte. Ich hab nicht mal Muni, Alter. So, Chat, wir haben 19 Kills, nicht mal für eine 20 Bomb gereicht in Solo vs. Squad auf der neuen Map. Danke, vielen Dank. Ich spiele den Scheiß nie wieder, Alter. Also das ist wieder mal der perfekte, beste Beweis, dass die ihr eigenes Game nicht spielen. Die haben keine Ahnung. Die haben keinen Plan, was die machen, Alter. Die haben absolut null Plan, was die machen.